So, da sind wir wieder bei der neuen Folge The Binding of Isaac Repentance. Ja, beim letzten Mal haben wir Tainted Maggie versucht, Dinge zu tun mit ihr. Oh Gott. Und diesmal spielen wir Tainted Eden. Gut, mal gucken, ne? Wie das so wird. Oh Gott. No, 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 no. Oh Gott, Hilfe. What the hell is going on? I can't. Stop. Oh Gott, ey. What am I supposed to do? Hilfe! Ihr könnt doch nicht direkt mit so einem Raum. Also, ihr könnt doch nicht direkt so anfangen. Ich bin halt almost dead. Das ist nicht cool. Das ist aber so gar nicht cool. Ich weiß ja nicht, wie ich hier Dinge tun soll. Mit Tainted Eden. Ich hab den Charakter doch fast noch nie gespielt. Okay, wir haben auf jeden Fall mal wieder ein Leben. Das ist gut. Unser Damage ist absoluter Garbage. Ja, wobei ist noch nicht so kompletter Garbage. Es ist halber Garbage. 3,2 ist ein bisschen weniger als normal Damage. So. Wir müssen noch zu Mother, wir müssen noch zu Mega Satan, wir müssen einiges tun. Auf jeden Fall. Einiges. Zu viel. Zu viel, ehrlicherweise. Ich glaube, ich werde einfach nur versuchen, hier drin rumzurennen, bis wir unseren Taurus-Effekt bekommen. Dann, das haben wir doch schon. Perfekt. So, und jetzt benutzen wir den D100 nochmal. Let's go. E. coli. Ein Continuum und eine Box. Auch wenn die Box nicht sonderlich hilfreich ist. Weil sie uns halt nichts gibt. Ja. Continuum bringt uns auch eher wenig. Aber unser Damage ist schon wieder runtergegangen. Oh nö. Macht doch nicht sowas. Mein armer Damage. Aber hey. Wir leben. Wir clearen die Räume okay-ish. Also, what more can you want? Right? Hehe. Haha. Minus 0,95 Luck, by the way. Cool. Sehr nett von dir, Game. Voll nett von dir. Dass der noch gestorben ist, ist ein Wunder. Normalerweise hätte der mich locker getroffen. Aber richtig locker. Eine Karte. Eine Hangman-Karte. Gott. Ich nutze die jetzt einfach, weil ich Angst habe.
Ich kann natürlich auch auf die andere Seite schießen und dann, Schlüssel. Da ist ein blauer Stein und Mom's Bottle of Pills. Immerhin Luck up. Wir müssen Mom's Bottle of Pills auf jeden Fall, behalten. Da hinten, damit wir Dinge tun können. Nämlich die 100-Dinge. Obviously. Könnt ihr euch, glaube ich, denken, ne? Dass wir uns da nochmal die 100en müssen. Das können wir auch nach dem Raum hier tun, wenn ich... Oh Gott! Ich hab gedacht so, warum ist der Raum noch nicht vorbei, hä? Aber ich habe keine Bombe, um den blauen Stein zu bringen, deswegen... Das ist trotzdem ein blauer Stein, hey! Wir haben einen Spelunky-Head. Und einen Löffel. Und unser Damage ist actually insane. What the fuck? Und unser Speed ist gemaxt. Aber unsere Herzen sind immer noch schwierig. Sagen wir es so. Die sind doch wieder... Nee, nicht mal. Hä? Keine Geister, what? Ich hab hier keine Geister. Nö, Wormwood. Der wird mich hundertprozentig treffen. Kann ich euch aber versprechen, dass der mich treffen wird. Ja, nämlich genau jetzt. So. Noch nicht auf unter der Hälfte, wo er seine komische Kacke da macht. Aber inzwischen ist es. Okay, einer noch. Okay, komm da raus. Let's go. Nice. Okay, wir haben sehr viel Tears up. Finde ich gut. Blaues Herz nehmen wir mit. Bombe nehmen wir mit. Bringen einmal hier für den Super Secret Room. Okay, das war knapp. Noch ein blaues Herz. Sehr nice. Ja, den einen blauen Stein da hinten können wir leider nicht mitnehmen. Aber wir gehen einfach mal weiter. Mal gucken. Mal gucken. Let's go. Der Damage ist immer noch... Ist sogar besser geworden. What the fuck? Unser Damage ist sogar noch besser geworden. Nach dem Reroll jetzt. Wie geht das denn? Das hab ich ja noch nie erlebt. Guten Damage in einem Tainted Eden Run. Crazy. Crazy. Aber I take it. Besser als kein guter Damage, ne? Autsch. Unser Damage ist immer noch nicht schlecht, ehrlicherweise. Er ist immer noch nicht schlecht. Blood of the Martyr. Ist wieder mehr Damage. Wir haben auch ein Tears-Up mal bekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Warum? Oh Gott. Fortune Cookie. The Stars. Wir haben Jacob's Ladder. Was ich ehrlicherweise gut finde bei Jacob's Ladder, ist ein gutes Item. Ja, wenn wir das behalten könnten, das wäre crazy. Aber werden wir wahrscheinlich nicht können, gehe ich von aus. Wo kommt da so viel Geld raus? Hä?
Kommt das ganze Geld her? Hilfe! Oh Gott. Uah! Min Min nicht. Die ganzen Kack-Wisps. Piss dich, Min Min. Dankeschön. Devil Deal oder Angel Deal ist jetzt die Frage. Komm, wir gehen rein. Hack Dagger. Okay, den nehme ich mit. Ach, scheiße, ich muss doch noch Mega-Satan machen mit Tainted Eden. Ah, shit. Hier. Goldenes More Options. Auf Herz, sehr gut. Oh, zwei Bomben. Das war genau, was ich wollte. Das glaubt ihr mir vielleicht nicht, aber das war genau, was ich wollte. Und jetzt komme ich nämlich in die Minen rein. Aha! Delirium habe ich auch noch nicht mit ihm gemacht. So. Erstmal in den Cursed Room. Priority Numero Uno. War nicht so gut, deswegen gehen wir direkt in die Mirror Dimension. Oh, das hier macht es jetzt so viel einfacher, ne? Oh Gott. Nicht getroffen werden, bitte. Bitte nicht getroffen werden. Bitte, 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 bitte. I can't. I really can't. Ja, so ist das geil. Also mit Jacob's Ladder ist es wirklich super angenehm, diese ganze Ebene hier. Bis jetzt. Do not cry over spilled tears. Haben wir noch ein schönes Damage abbekommen, ne? Goldene Bomben. Oh. Toll, wir können hier Min Min vollbomben, ne? Aha! Attract. Range und Lacker. Get wrecked, Min Min. So nämlich nicht. Let's go. Und wir gehen wieder zurück. Was ich übrigens auch noch nicht wusste, was ich aber sehr interessant finde, wenn man den Spiegel, falls ihr euch das mal fragen solltet, ne? Falls ihr euch das mal fragen solltet, wenn ihr den Spiegel von der Innenseite der Mirror Dimension in die Luft sprengt, dann sterbt ihr. Ist das nicht crazy? Hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe schon gedacht, dass das nicht so geil ist. Aber dass du da einfach straight up stirbst, ist schon sehr crazy. Finde ich. Musste mal gerade kurz Dinge tun. Aha. Missing Poster, Forgotten Lullaby und Black Feather. Die nehme ich nicht mit, sondern ich bleibe sogar beim Bible Tract. Einfach weil. Einfach weil. Ich kann. Oh, noch ein blaues Herz. You shouldn't have. Eden's Blessing. Und eine Cartridge. Ja, die bringt uns überhaupt nichts, weil wenn die uns was bringen würde, dann haben wir sie nicht mehr. Oh mein Gott, The Soul of Isaac. No. Oh Gott. Hilfe. War das knapp, ey.
Wie mache ich denn das hier? Ah ja, ich weiß wie. Okay, I did it. I did it. Können wir bitte Damage machen an denen? Danke. Ja, voll Knorke. Ja, und noch eine. Small Rock. Nice. Die Stone ist natürlich nicht so nice. Ich habe keinen Schlüssel. Follow the dog. Ich bin Raum, Alter. Junge, 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 was ist das für ein Raum, ey? Bin hier gelandet. Als Puzzleräume immer. Krieg ich einen halben Herzinfarkt. Battery Pack. So, Side King. Nein, danke. Ich brauche ich ehrlicherweise nicht. Oh Gott, 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 oh Gott. Nicht, keine Dinge tun, danke. Oh Gott, Zinsch. Bitte, Zinsch. Bleib weg von mir. Ich weiß nicht, was ich habe. Ich habe C-Section. Hallo. Und Seven Seals. Das sehe ich. C-Section ist natürlich auch nice, ne? Ehrlicherweise. Hallo, Krampus. Ansonsten, was unser Damage so. Also, was unser Damage angeht. Ist es so semi? Sagen wir es mal so. Haben wir jetzt eine Magician-Karte. Ich weiß nicht, was das Temporary Tattoo macht. Ah, wenn wir einen Boss-Challenge-Room machen, dann kriegen wir ein Item. Cool. Wir nehmen mal das Battery Pack mit, einfach damit wir noch ein Item mehr haben zum Rollen. Und wir haben den Wafer. Oh, wir haben den Wafer. Hallo. Wir haben einfach den Wafer, ja. Das heißt ja, wir können hier Dinge tun. Hey. Hi. Ja. 5. 6. Eine Bibel, okay. 7. 8. Gucken wir mal, was die uns so bringt. Ah, ja. Perfekt. Und die Soul Hearts. Ach, no. Oh, ich hatte C-Section und hab's nicht mehr. No. Warte Retro haben wir aber dafür. Weiß nicht mehr, was Warte Retro macht. Naja, egal. Freezy. Das nehme ich gerne mit. Ist was, was uns, was jetzt gerollt wurde. Ehrlicherweise, aber hey. Wir haben sehr viel Leben, wir haben sehr viele blaue Herzen, also irgendwie wird es schon gehen, glaube ich. Hot Bombs. Immer noch die Sticky Bombs, die wir auch vorher schon hatten. Habe ich eine Dunce Cap? Ja, auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Wir haben Too Spooky, Cancer, viele HP-Upgrades, ein bisschen Damage-Up. Oh, wir haben 13 Damage. ETF. Wir haben einfach 13 Damage. Hilfe. Kommt der ganze Damage her? So, ja, ich weiß von
Meat von von Glass Eye. Aber ansonsten es ist explodiert. Das okay. I take it? I guess? Keinen Plan. Eine Moon-Karte. Haben wir... Oh, wir haben Fruitcake. Sehe ich gerade. Wir haben Fruitcake. Deswegen wird unsere Träne ab und zu mal zu einem... einem Trisagion. Ja, natürlich nicht die beste Erfahrung mit Ludovico. Okay, der meint, wir haben auch kein Ludovico mehr, wollte ich auch eigentlich gesagt haben. Ludovico war auch eigentlich nur Bait. Au. Aber wir haben wieder Jacob's Ladder. Hey, ist das nicht toll? Schön hier. HP Upgrade. So. Ja, unsere Items sind gerade so semi-gut. Ehrlicherweise. Aber vielleicht wird es ja noch, ne? Sondern nicht aller Tage Abend. Wir haben auch wieder eine $3-Bill. Unser Damage ist okay, um es mal so zu sagen. Unser Damage ist okay. Ah. Jetzt, wir haben Schoolbag, wir haben die Bohne, die schlechte Bohne. Nette kleine Shielded-Tiers, die uns überhaupt nichts bringen. Klasse. Cursed Eye. Ist übrigens, tut mir mega leid, dass ich einfach nur die ganze Zeit gefühlt Item-Builds aufsage, die wir hier haben, gerade im Moment. Ein bisschen lame. Ehrlicherweise. Oh, wir haben die rote Krone gehabt? Irgendwann mal? Ich nehme auf jeden Fall das bei Damocles. Are you fucking kidding me? Oh, nee, I can't. I really can't. Es tut mir so leid. Okay. Okay, nee, jetzt muss ich's machen. Ehrlicherweise, jetzt muss ich es machen. Können wir nicht sagen, dass ich ein doppeltes Damocles bekomme und es dann nicht benutze. Nee. Nee. Das gibt's nicht. Ich werde sowas von sterben, ne? Oder blauer Stein. Geht. Bei Damocles wird sich sowieso rerollen, spätestens wenn wir einmal getroffen werden. Von daher ist eh egal, ne? Aha. Outplayed habe ich das Spiel hier. Out fucking played. Aber meine Tierrate ist so kacke, ne? Oh Gott, sie ist ja. Abysmal. Meine Tierrate.
Let's go, raus hier. Komm schon. Hast du diesen Raum hier, ne? Scheiß Labyrinth. Weg hier. Jetzt ist die Frage. Kriege ich das doppelte Damocles noch einmal zu Gesicht? Empty Heart auf jeden Fall. Sehe ich gerade. Eigentlich ganz cool ist, ne? Uah. Uah, Gott. Oh, mir gibt mir immer komplette PTSD, ne? Ach Gott, scheiße. Warte mal, das Damocles ist ja noch da. Wait a goddamn minute. Ich hab da ein kleines Problemchen. Was? Goddammit. Ich weiß nicht mal, wie viel Leben ich hab. Infestation 2. Hier ist wenigstens auch die dreifachen Items. Das wäre cool. Komm schon. Gönn wenigstens auch dreifache Items. Oh no, Lost Soul ist tot. Oder Found Soul, ich weiß es nicht. Einer von den beiden ist auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall tot. He's fucking dead. Oh, wir haben einen Holy Mantle. Hab ich den die ganze Zeit? Nee, hab ich nicht. Okay, never mind. Soul Hearts nehme ich mit. Man weiß nie, wann man sie gebrauchen kann, ne? Wir waren noch immer noch nicht im Itemraum. Come on. Wo ist der denn? Und nicht im Shop. Glück sind die Hits nicht, ne? Ein Glück machen die Hits nicht, dass man eher getroffen wird. Also wenn man weiter getroffen wird. Wir nehmen Tech mit und wir nehmen Bud Bombs mit. Warte mal, warum habe ich nur einen Damocles? Das ist doch Quatsch. Ich hab doch zwei. Oh, Eye of Greed. Das ist gut. Das brauche ich noch. Das ist noch nicht in meiner Collection drin. Das ist noch nicht in meiner Collection drin. Ehrlicherweise ist es sehr gut, dass wir das jetzt aufgehoben haben. Ja, unser Damage ist okay. Unsere Tier Rate ist nicht okay. Also absolut nicht. Aber hey. Was haben wir eigentlich sonst noch? Empty Heart. Ja, das haben wir auf jeden Fall. Kannst du bitte aufhören, meine. Och, scheiße. Nee, konnte sie nicht. Schade. Oh, ich hab Epic Feeders. I take it.
Weiß ich jetzt wieder, wie viel Leben ich habe? Ja, okay, perfekt. Nice, so. Und wir haben eine Left Hand. Sind immer noch beide Damocles da, aber die machen halt nichts. Nicht das, was sie sollten zumindest. Könnt ihr bitte aufhören? Wäre voll cool, wenn ihr nicht die ganze Zeit respawnen würdet. Scheiße. Das war meine Chance auf einen Ultra-OP-Run. Und ich hab's verkackt. Schade. Naja. Oh, ich hab einen Blue Key. Den kann ich ehrlicherweise überhaupt nicht gebrauchen. Ich weiß gar nicht, dass die Typen schießen können. Hilfe. Wann können die das? Binge-Eater haben wir auch, kann das sein? Und den D8. Ja, das ist Binge-Eater, ich sehe es gerade. Jetzt. Ah, Jackhard, okay. The Cryphagy. Das war gerade Eye of Greed. Ich weiß nicht, was das hier ist. Aber ich finde es interessant. Und es scheint sehr viel Damage zu machen. Ja, es macht immer noch 17 Damage. Das kommt mir ziemlich stark vor, ehrlich gesagt. Aber wovon wurde ich getroffen? Ach, come on. Really? Von dem Feuer? Ich glaube, ich bin ein Respawner. Oh, Lazarus Rex. Ja. Yeah. Lazarus Rex. Haben wir. Oh Mann. Let's go. Hier wird dein Verderben sein, Mutter. Wenn das wirklich dein Name ist. So. Devil Deal, Gapicel nehmen wir mit. Und wir gehen hier rein. Let's go. Schön hier hinstellen, an die Seite, ne? Wäre locker getroffen worden, aber ist okay. Little Dumpy hat mich geschützt. Okay. We safe. Das war knapp. Das war ehrlicherweise sehr knapp. Okay. Weiter geht's. Ich meine, mich würde es jetzt nicht stören, wenn wir nochmal getroffen werden würden, ehrlicherweise. Ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit dazu im Korps nicht mal so gering ist. Ehrlich gesagt. Aber hey, warten wir es ab. Warten wir es ab. Und da ist es auch schon. Ach, cool. Oh, wir haben einen Bag of Crafting. Wo kommt der denn her? Und eine Soul of Eden. Hey, die kenne ich doch. Oh, Rutgut. Weiß gar nicht, was der so großartig macht, der Typ. Außer seine komische zweite Form. Okay, never mind, denn. Wir haben wieder Ludovico, wollte ich sagen. Und einen Scooper, den wir benutzen können. Vor allem einen Ludovico mit Nägeln. Auch sehr interessant. Was habe ich? Conjoined. Warum habe ich Conjoined? Ich hab einen Korken, ich hab Missing No. Oh no. Ich bin into Missing No gerollt.
Ja gut, schwierig. Ja, auch Astral Projection und Quinz. Wenn ich das hier richtig sehe. Unser Spacebar-Item hat sich nicht gererollt. So wie es aussieht. Da haben wir immer noch die gleiche Kacke. Was ehrlicherweise gar nicht mal so gut ist. Aber hey. Irgendwie kommen wir damit klar. Ein halbes blaues Herz. Ich hätte mal gerne ein ganzes blaues Herz. Wie wäre es denn damit, Spiel? Ist das eine Idee, ja, oder? Ist eine Idee oder nicht so? Also wir haben auf jeden Fall Damage, so ist es nicht. Ne, wir haben ein Pentagram, wir haben auch eine Black Candle, die anscheinend nichts bringt, weil wir trotzdem Curse of the Lost haben. Ist natürlich klasse. Ah, sorry, Astral Projection. Aber auch Number 2 und 9 Leben. Das wäre jetzt natürlich perfekt für, das wäre der perfekte Damocles-Moment. Naja, gut, never mind. Nicht so gut. Aber Backstabber ist gut. Und Sausage. Backstabber und Sausage sind sehr gut. Auch Mob das ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Wenn man keinen Brimstone hat. Glaube nicht. So wie es aussieht. Ja, unser Curse of the Lost ändert sich auch nicht mehr irgendwie. Weiß auch nicht. Er ist jetzt einfach da. Tut seine Sachen, die er tut. The Devil. Die ist gut für den Mom-Fight, ehrlicherweise. Kann ich nicht abschreiten. Bitte nicht irgendwelche Kacke spawnen. Dankeschön. Sorry. Ich habe auch gar nicht, ne, gar nicht nachgefragt. Ich hoffe, es geht euch gut. Tut mir so leid. Ich habe das voll nicht. Ich habe da voll nicht dran gedacht. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche gehabt. Ne, falls ihr es noch nicht wusstet. Ich werde wahrscheinlich immer noch im Umzug sein. Okay, interesting. Ich weiß nicht genau, für wann das Video hier geplant ist. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Aber... 48-Hour-Energy. Schön. Voll nett. Ich bin noch im Umzug. Ne? Habe ich jetzt auch die letzten Videos nicht angesprochen, aber... Es ist trotzdem wahr. Bin immer noch im Umzug mit meiner Partnerin. Und... Wenn das Video hier rauskommt, ist das wahrscheinlich... Voll im Gange der Umzug. Kann ich mir gut vorstellen. Autsch. Warum? Ah, okay. Ich hab irgendwas. Ich hatte irgendwas. Okay, sorry. Hatte irgendwas. Jetzt habe ich es nicht mehr. Emergency Contact. Wir haben auf jeden Fall Zäumilk, aber mit gutem Damage. Ehrlicherweise. Oh, habe ich guten Damage mit Zäumilk? Was ist das für eine Zauberei? Gut, das ist leider scheiße. Das Fruitcake mit Dingen. Hier ist eine Forget-Me-Now dabei, sehe ich gerade. Einfach, ne, einfach nur überleben. Mehr müssen wir ja nicht tun. Okay, she dead. Leistenstein.
So, wir haben Modeling Clay freigeschaltet. Was auch immer das tut, ich weiß es nicht. So, Missing No gibt uns irgendwas. Ich habe keine Ahnung, aber es sieht nicht gut aus. Ehrlicherweise. Sieht absolut nicht gut aus. Okay, das hier sieht auch nicht besser aus. Klicker, hey! Mein ganzer Damage ist gone. By the way, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Okay, das ist ein Steven-Raum. Los, the Chariot! Oh Gott, scheiße. Ah! Das waren zwei Hits, die ich nicht nehmen wollte. Ehrlicherweise. Aber hey. Jetzt haben wir sie genommen und wir leben damit. So, Satan. 3, 3, 4. War jetzt nicht super gut, aber war okay. Ach, scheiße. Ich hab ein halbes Herz. RIP. Aber wir haben BFF Succubus, ne? Sehe ich gerade. Und Flash. Toll, toll. Ich habe leider überhaupt keine Herzen irgendwo hier auf der Ebene rumliegen. Weil wir die alle... Oh Gott. Stop it, please. Okay, he dead. Ist irgendwo ein Herz gespawnt? Ein halbes. Wow. Ein halbes Herz, klasse. War gar im Raum, okay. Gönn. Ah, Paralysis. Zweimal. Komm schon. Hier drin ein Herz? Ja, da ist eins. Okay, wir können auch einmal getroffen werden. Gut. Sehr, sehr gut. Und weiter geht's. Wir haben einen Holy Mantle. Holy Shit. Nehmen wir auch mit, ehrlicherweise. Wir haben Brimstone Laser, ne? Sehe ich gerade. Kann das sein? Also Brimstone Technology. Und wir haben 4.5 Volt, so wie es aussieht. Sieht sehr danach aus. So gut. Okay. Oh, bitte nicht hitten, danke. Tier ist down. Klasse. Kann man immer gut gebrauchen, natürlich, so ein Tier ist down. Wir müssen uns einfach nur ein bisschen beeilen, ne? Was das Ganze hier angeht. Weil wir immer noch under Damocles Mercy sind, ne? Leider. Aber hier ist der Boss, das ist gut. Das ist richtig und wichtig. Bitte bring mich nicht um, wenn ich The Lamp fighte. Das wäre echt traurig. Und wir haben Psyfly auch noch. Oh no, ich hab's nicht genau ganz aufgefüllt. Okay, okay, okay. Jetzt wieder nicht ganz aufgefüllt. Perfekt. Komm schon. Warum treffe ich den denn nicht? Was ist denn für eine Hitbox? Hilfe! Geht doch! Ja. Wir haben Na'a freigeschaltet. Jetzt laufen wir, jetzt sprinten wir ganz schnell zu Mega-Satan. Let's go. Sprinten aber sowas von schnell zu Mega-Satan.
schön den Damage bekommen. Wir haben ja leider kein Tiers ab. Das ist ein bisschen schade, ehrlicherweise, aber hey. Mal Damage ab. Oh no. No, 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 no. Mein Mental ist kaputt. Das ist gar nicht gut. Das ist absolut gar nicht gut. Uah. Okay, aber das hier war die schwierigste Phase, ehrlicherweise. Was das Damage nehmen angeht. Weil vor denen habe ich am meisten Angst gehabt, vor den Todsünden. Also unser Damage wird einfach nur immer besser. Das ist sehr gut. Jeden Damage, den wir an Megasatan machen, wird einfach nur unser Damage mehr. Sehr schön. Puh. Let's go. Einfach nur leben. Und am besten nicht getroffen werden. Brauchen nicht mehr so lange. No, ich hab's wieder verkackt. Ach, fuck. Egal. Passt schon. Wir schaffen das. Was sind meine Tränen? Hilfe. Bro, was sind meine Tränen? Hilfe. Ein Glitch Crown. By the way. Okay, wir haben ihn geschafft. Wir haben auch noch eine Sun-Karte und volles Leben, woher auch immer wir das haben. Und wir haben die Wildcard freigeschaltet. Na, ah, und die Wildcard. Nice. Oh Gott, ey, das war jetzt ein sehr stressiger Run, bin ich ehrlich. Gut, das bedeutet, wir müssen noch zwei Runs machen, weil wir müssen noch Delirium und The Beast machen mit Eden. Puh. Aber hey, das passt schon. Das kriegen wir hin. Wir haben jetzt inzwischen auch 554 Secrets. Wir haben sehr viele neue Items gefunden. Wir haben den Bag of Crafting einmal hier, ne, mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwas fehlt, was wir jetzt noch mitgenommen haben. Ja, keine Ahnung. Aber hey, das passt schon. Das passt schon. Gut, ja, hier. Eye of Greed, das ist auch noch neu. Das haben wir auch noch neu mit aufgehoben. Sehr schön. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Und gerne auch ein Abo, wenn ihr gerne mehr sehen möchtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.